Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Projekt Zomboid. Ich stehe hier in der Küche und denke mir gerade drüber nach, könnte hier was zu essen lauern? Natürlich, wir haben eine ganze Menge gefunden, also gönnen wir uns jetzt ein deftiges Frühstück. Dosenöffner, nehmen wir mal einen an uns. Und habe ich hier auch irgendwas Futterbares oder bitte das heißt in den Kühlschrank gepackt? Alles in den Kühlschrank, okay. Die letzte Aufnahme ist ja schon ein bisschen... vergiss den Dosenöffner. Ist die Aubergine sogar wieder frisches? Warum denn nicht gleich so, ne? Ist zwar kein Brokkoli, aber naja, daran wirst du dich auch gewöhnen. So, und ich habe einen super Tipp bekommen. Danke, Sebastian. Was ich dich Sebastian nennen darf. Ich nenne dich einfach mal so. Wir können in den Wald gehen und dort nach Nahrung suchen. Dann könnten wir eventuell Flints und Äste finden und uns dann eventuell eine Axt basteln. Das hört sich gut an und aus diesem Grund werden wir das mal probieren. Denn mit einer Axt wären wir richtig unabhängig. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch schon als Wald zählt. Nee, graben sollst du mir hier nicht. Remove Grass auch nicht. Naja, hier ist Denglisch, ne? Das ist hin und wieder mal ein bisschen verwirrend, aber naja. Gehen wir mal ins Wäldchen. Zielst du schon in das Wald? Nach Nahrung suchen. Okay. Das Ganze beschleunigen wir ein bisschen. Wow. Wow, seid ihr verrückt? So viel zum Thema, alles ein bisschen beschleunigen. Wo kommt die denn her? Haben die mich gerochen oder was? Alter! Ach, ein Hubschrauber. Okay, jetzt höre ich es auch. Wird uns erwischt? Nein, gut. Okay. Ja. Blöder Hubschrauber. Ignoriert mir doch einfach den ganzen Plan. Dabei wollte ich einfach nur schlicht nach ein paar Sachen suchen. Und mir gefällt die Situation nicht, dass wir sowas von inszeniert sind. Aber ich habe die noch zum Glück rechtzeitig kommen sehen. Dem hohen Geschwindigkeitstempo, auf der hohen Geschwindigkeit. Das höchstwahrscheinlich gar nicht gemerkt, wenn die mich gefressen hätten. Oh weh, oh weh, oh weh. Wo soll das noch hinführen? Nein, nicht die falschen Tasten drücken, Joey, nicht die falschen Tasten drücken. Ich habe einfach viel zu große Hände für eine viel zu kleine Tastatur. Nein, nicht schreien. Bist du geisteskrank oder so? Sollst die Viecher verprügeln? Oh Mann. Jetzt müssen wir die erstmal von unserer Hütte weglocken. Nee, es sind einfach zu viele für uns. Brauchen wir uns gar nichts vormachen. Oh, warum müssen die ausgerechnet heute hier rüber vorbeifliegen? Ich habe denen doch nichts getan. Ich wollte nur ein bisschen Flint und so suchen. Und ein paar Äste. Aber nö. Darf das nicht. Ich kann halt auch nichts dafür, dass ich so lecker bin, oder? Könnte man graben, aber das ist ja nur... Genau. Nein, lass es bleiben. Lohnt sich nicht. Mich im Baum feststecken, das bringt nämlich Unglück. Ich hoffe mal, dass wir den Großteil von denen abgehängt haben. Gefunden haben wir, soweit ich sehe, nichts. Es ist ja schon wieder spät am Abend. Stehen die da jetzt immer noch rum? Hubschrauber, aber nun verschwindet doch endlich! Ich höre es nicht einmal, ob sich da Zombies anschleichen, wenn du da rumfliegst. Ja, die kann man hören, wenn man seine Ohrlein spitzt. Und, was haben wir gefunden? Ich glaube, das wird ein bisschen... Oh, zwei Äste, okay. Ich glaube, das könnte eventuell ein bisschen länger dauern, bis wir das finden, was wir suchen. Brauchen wir nur noch ein bisschen Kies. Ich weiß nicht genau, wie viel wir davon brauchen, aber... Naja.
Ich glaube, gleich gehen wir mal ins Bett. Wir diese Ortschaft hier erkundet haben. Was haben wir gefunden? Der Bindfaden, hatten wir den schon dabei oder lag der hier rum? Das fände ich nämlich richtig nice, wenn hier alles möglich rumliegen würde. Na komm, wir hauen uns mal aufs Ohr, damit wir nicht wieder den ganzen Tag verpennen, oder? Und bitte rüste mal die Brechstange aus. Geht ja mal gar nicht. Ah, okay, gut. Ich kann mich wenigstens im Kreis drehen. Juhu. Gibt es dafür irgendwelche prädestinierten Orte, wo man nach Flint suchen sollte, oder... Ja, danke schön, dass du mich anknurrst. Ich weiß, dass du Hunger hast. Na komm mal hier, ich beende einfach mal dein Leiden. Na komm. Hallo? Wieso erledigst du die nicht einfach? Genau, so geht das. Nein, die Geräusche kamen jetzt nicht von mir, oder? Hauen wir uns mal aufs Ohr. Safety first und so, weil eine Axt wäre toll, dann könnten wir hier schon mal alles zubauen. Und dann könnte ich endlich meinen Rasen ein bisschen reinigen, weil das geht ja mal gar nicht, was hier alles rumliegt. Und momentan rentiert sich es auch nicht, alles da runter zu schaffen. Da werden immer welche nachkommen. Also erstmal gute Nacht, Freunde. Ja. Wie, du hast schon wieder Hunger? Naja gut, man muss jeden Tag was essen. Gebe ich dir recht. Speck könnte ich eventuell entsorgen. Ich will mal eine Erbse futtern. Bringt das was? Satt. Hält einen Stärkeboost. Ist nochmal eine. Safety first und so. Okay, die Bandage ist noch nicht dreckig. Das ist doch schon mal gut. Aber ganz ehrlich, als ich gelesen habe, dass die Wunde infiziert ist, dachte ich schon, das wäre vorbei mit uns gewesen. Nee, Graben brauchst du da nicht. Lohnt sich nicht. Es sei denn, wir wollen Regenwürmer essen. Aber so weit ist es dann leider doch noch nicht. Was heißt ja nicht leider? Ich glaube, ich spinne. Nee, kein Gras removen. Gut, gehen wir da nochmal in den Wald hoch. Ich würde schon gerne in dieser Folge zumindest einen Flint finden. Immer schön die Gegend im Auge behalten. Ein Stein. Oh Sebastian, jetzt frage ich mich, ob du einen Stein gemeint hast oder einen Flint. Steinhammer herstellen, okay. Eine Axt wäre interessant, also brauchen wir doch einen Flint. Max Flint. Achso, falls man sich was bricht, okay, verstehe. Gut, suchen wir weiter. Dieser Ort war schon mal gut, vielleicht finden wir noch ein paar kleinere Steinchen. Bisschen Kies kommen. Lass den Schotter rüberwachsen. Bam, 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 bam. Ich weiß, Leute, dass es eventuell ein bisschen langweilig sein könnte, wenn ich hier die ganze Zeit rumstehe und nur nach irgendwas suche. Schlaftabletten hatte ich schon im Inventar, oder? Würde mich jetzt wundern, wenn ich da jetzt vergammelte Schlaftabletten rausziehen würde. Okay, gut, ich glaube, die Zombies sind nur auf uns aufmerksam geworden mit dem Hubschrauber. Ansonsten wären wir schneller am Ziel gewesen. Aber naja, so gab es wenigstens ein bisschen Action in dieser Folge. Ich glaube, du hast da nichts gefunden. Ich glaube, man muss sich jedes Mal einen neuen Ort suchen. Nahrungssuche. Was der hier alles an Nahrung herbeizaubert, ne? Steine, Äste.
Na, guten Appetit, mein Freund. Bist ja ein richtiger Survival-Experte. Hm, Bären. Da können wir uns gleich mal eine reinwürgen. Wir werden jetzt höchstwahrscheinlich noch ein bisschen mehr finden. Habe ich hier schon gesucht in diesem Eck? Ach, herrje. Geschliffener Stein. Steinaxt herstellen. Ja, geschliffener Stein, so heißt das Zeug. Speer herstellen. Wisst ihr was, Leute? Wir werden jetzt noch ein bisschen mehr nach anderen Sachen suchen, aber die Steinaxt bastle ich mir schon mal. Steinaxt? Gut, wir suchen noch ein bisschen nach spitzem Stein. Wow, schon mal nicht schlecht. Also ich bedanke mich nochmal für diesen wundervollen Tipp. Gerne mehr davon. Das erleichtert uns auf jeden Fall schon mal den Tag, beziehungsweise das ganze Überleben an sich. Ich wäre so pauschal gar nicht auf die Idee gekommen, nach Essen zu suchen, um uns Werkzeuge herzustellen. War genial. Danke nochmal. Baumfällen, na klar, können wir machen, aber später erst. Ich hätte gerne dann doch noch den einen oder anderen Spitzenstein. Aber wisst ihr, was mir gerade auffällt? Man könnte in der Tat wirklich ein richtiges Survival-Abenteuer hier erleben. Ohne looten zu müssen. Ist doch richtig geil, oder? Also jetzt bin ich noch mehr begeistert von dem Spiel, als ich es schon war. Weil diese Vielfalt, die es hier gibt, die suchst du in jedem 3D-Ableger fast vergeblich. Das mag zwar böse klingen, aber es ist so. Du kannst selbst entscheiden, wie du hier überlebst. Ob du dann überlebst, ist natürlich die andere Sache, aber einfach genial. Aber ich glaube, wir werden nichts mehr finden. Zumindest nicht bei meinem Glück. Oh komm bitte, Joey. Nur noch einen einzigen geschliffenen Stein. Bitte. Bitte. Wenn wir uns eine Waffe bauen könnten, also ein Speer oder sowas, das wäre auch nicht schlecht. Könnten wir die Axt zum Baumfällen benutzen und den Speer dann halt eben zum Zombies vermöbeln. Naja gut, du hast einen Ast gefunden, okay, verstehe. Du hast gerade irgendwas gefunden, aber ich weiß nicht was. Eine leere Flasche? Ein Reisig, okay. Ich glaube, den können wir vorerst hier lassen. Oder komm, behalte ihn erstmal. So. Den einen Zombie würde ich da gerne noch umkloppen. Komm mal her, Junge. Komm mal her. Ein bisschen Gewalt muss auch sein. Oh, wo kommt der denn jetzt her? Ist jetzt gerade gespawnt oder hat er uns verfolgt? Wir verprügeln da eher den Baum als den Zombie. Boy, wo bist denn du hin? Hallo. So nicht, mein Freund. So nicht. So haben wir nicht gewettet. Wow. Jetzt wird's halt nochmal richtig spannend mit einem Schockmoment. Also zumindest für mich. Keine Ahnung, wie es im Video tatsächlich rüberkommt. Und mit der jungen Dame hier hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr gerechnet. Aber zwei sind, ehrlich gesagt, ein Klacks für uns. Sagte er, wurde gebissen, wurde zombifiziert und verstarb. Naja, gibt Schlimmeres. Okay, der verkriegt sich wieder im Wald. Ist halt ein Naturbursche, ne? Dieser Zombie. Gut, gut, gut. Kommst du noch raus?
Möchtest du dich noch prügeln? Hallo? Großes Verlangen danach, mich zu prügeln. Würdest du bitte rauskommen? Dankeschön. War's da schon? Okay. Ich glaube, da tummeln sich Hunderttausende im Wald. Man sieht die halt nur eben nicht. Gut, wir gehen jetzt mal nach Hause, fällen noch einen Baum, um zu demonstrieren, dass unsere neue wunderbare Axt, unsere neue Errungenschaft auch funktioniert. Ja. Richtig cool. Schön. Ich habe hier ein paar Bäumchen da im Garten. Die sind mir schon länger ein Dorn im Auge. Die müssen da halt eben weg. Koste es, was es wolle. Brennholz haben wir in der Nähe auch genug. Da mache ich mir so schnell keine Sorgen. Jetzt kannst du das Ding gerne mal ausrüsten. Und dann verkloppen wir mal ein paar wehrlose Bäume. Da kann ich hier auch nach Nahrung suchen. Nee, hier kann man nur graben. Okay. Ey, die sieht aus wie so eine Eisenaxt, aber es dauert deutlich länger. Naja, macht nichts. Dafür war die ja relativ kostengünstig. Hat ja nur ein bisschen Nerven gekostet, die zu suchen. Was hält die eigentlich so aus im Schnitt? Okay, der Zustand geht relativ schnell runter. Hast du die schon kaputt gemacht? Und reparieren kann man die anscheinend nicht. Oder brauche ich dafür die Gegenstände im Inventar? Okay, gut, man kann so überleben, aber ich denke, so eine richtige Eisenaxt, so eine Feuerwehraxt, ist dann doch ein bisschen effizienter. Schön, dass wir es ausprobiert haben. Du kannst jetzt nicht schon wieder müde sein. Okay, gegen den Hunger können wir was machen. Die Äste legst du mir mal bitte vor die Tür. Den Reisig. Den Stein am besten auch. Dann isst du mir noch was. Und dann legen wir uns mal um 12 Uhr mittags schlafen. Okay, es ist 12:30, aber egal. So, meine Freunde, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Tschüss.